Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf meinem Kanal As Reiter. Wir sind in Folge Nummer 376 von Simotrans mit dem German Pack 128. Wir haben letztes Mal hier diese Züge gemacht. Wir wollten jetzt gucken, ob wir hier vielleicht in diesem Örtchen Floto eine Straßenbahn installieren, damit wir dann zum Bahnhof, vom Bahnhof zum Hafen da schneller Leute transportieren, weil da warten doch, glaube ich, einige. Das gucken wir uns nach dem Intro an. Bis gleich. So, da muss man mal schauen, dass wir da hochkommen. Denn hier oben, wie viel stehen denn hier so? Oh, hier stehen auch 17 Teuse über Floto-Allacher Straße. Das sind 3500 und überall unterwegs müssen auch noch welche hin. Also das macht schon, denke ich, Sinn, da den ein oder anderen, sag schon, das ein oder andere Fahrzeug hier loszuschicken. Ne? Da ist nur die Frage, wo lang. Ja, es wird nicht leicht sein. Wir sollten jetzt auf jeden Fall am Bahnhof vielleicht mit vorbeifahren lassen, ne? Ja, los, dann legen wir mal los hier mit der Straßenbahn. Die ist hier. 50. Würde tendenziell dazu neigen, hier sowas hier mit anzuschließen eigentlich, aber hier ist jetzt gerade keine Durchfahrt. Das gefällt mir dann nicht so sehr. Machen wir mal hier lang, da lang, da lang, dann da lang. Nehmen den halt auf jeden Fall mit. Gehen hier runter, nach dort. Fahren hier lang. Gehen hier hoch. Fahren hier rüber. Den nehmen wir auch noch mit. So, und jetzt biegen wir hier links ab. Fahren hier übers Feld hoch. Dann nehmen wir hier die Bäckerei mit. Floto Schmiede ist da. Wir müssen hier runter, da lang, da lang, da lang und hier hoch. Ja, das ist, sieht jetzt ein bisschen komplizierter aus, ne? Hier runter. Oh, hier haben sie sogar eine Brücke rüber gebaut, krass. Gehen hier rüber, kommen hier runter, gehen hier rüber, gehen hier hin. Wo fahren wir dann lang? Schätzen wir schon hier lang, oder? Können wir hier lang und da lang? Nee, das mag er nicht. Aber die Bushaltestelle würde ich schon gerne mitnehmen, ne? Fahren hier hoch, fahren da lang, kommen hier runter, fahren hier drauf. Und von hier fahren wir bis nach da und steigen hier ein. So, und dann brauchen wir noch Strom, das Ganze natürlich. Einfach hier rüber, da lang. Bis da. Hier hoch, da lang, dort hoch. Da lang. Da hoch. Sieht erstmal gut aus, oder? Hier lang. Bis da hoch. Dann geht es hier wieder runter. Ich weiß nicht, ob hinter dem Haus das da geht oder nicht geht. Ich hoffe es mal, ne? Schwer zu erkennen. Hier lang, da lang, dort lang und hier angeschlossen. So, da müssen wir irgendwo das Depot noch haben, ne? Würde ich jetzt hier oben irgendwo setzen, ne?
Ist das hier Straßenbahndepot und das? Auch ein Straßenbahndepot. Spielt keine Rolle welches, ne? Gut, Strom dran, ne? Und gut ist, oder? So, dann haben wir das. Dann gehen wir da mal rein. Elektrotraktion, so heißt das Ding. Dieses hier sieht schick aus, oder? Das ist dieser ganze Zug dann. Okay, das ist dann schon der mit dem zusammen. Haltlänge ist schon 2. Ja, das wird schon schwierig. Und Haltlänge ist wahrscheinlich nur 1 überall. Obwohl, hier sind es vielleicht 2. Müssen wir gucken, weiß ich noch nicht. Fahrplan ist nicht vorhanden. Komm, den machen wir jetzt hier drüber. Machen wir neu. Und das ist Strabafloto. Schuss, passt. Und dann müssen wir gucken, dass wir hier die alle mitnehmen, ne? Hier ist sie über Eck zum Beispiel. Das funktioniert dann ganz schlecht da. Ah. Das müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Das wird sich schwierig gestalten. Hier ist, glaube ich, nicht über Eck. Hier ist wieder über Eck, ne? Das wird dann nicht so klappen, wie ich mir das vorstelle. Vielleicht geht es da richtig, weiß ich noch nicht. Haben wir überall auf jeden Fall einen Namen stehen, ne? Und kein freier Wegpunkt, ja. Und da ist nicht, aber hier ist es. Kommt die von da, dann fahren wir ja weiter nach da. Können wir die hier oben noch mitnehmen? Hier, die nehmen wir auch noch mit, ne? Ich glaube, dann sind wir dann schon rum. Ne, hier ist noch eine. Lärchenstraße haben wir schon. Und der nächste ist dann Floto Residenz, das wird die erste. Genau so ist es. So, das ist die Linie. Ja. Dann können wir das schließen. Und jetzt ist hier die Straba-Linie zu machen. Und ja, gucken wir mal, ob das klappt, oder? Wartet auf freie Strecke, stand da. Okay, ja, verlässt Depot. Das ist schon mal gut. 150 gehen da ja schon mal rein, ne? Wir sollten auf jeden Fall gleich noch Signale wahrscheinlich dahin stellen, damit die nicht falsch rumfährt, ne? Da müssen wir aufpassen, wo sie lang fährt erstmal. So, da steigen schon mal 79 ein. Das ist doch schon mal was. Jetzt fährt sie hier hin. Und wir müssen auf jeden Fall... Ah, Signale sind hier nicht, die waren bei der Bahn. Die sind hier. Die müssen wir dann da holen. Und das muss hier zum Beispiel eins stehen, ne? So rum. Weil die fährt nämlich da rein und dann muss hier vielleicht die Möglichkeit zu sein, muss da sein, dass die stehen bleibt. 125 sind da jetzt drin. 128, okay. So, jetzt ist hier interessant, wie sie weiterkommt, aber so wie es aussieht, muss man hier durchfahren können, ne? Okay, hat sie geladen. Ich stelle mir gerade die Frage, da stand 2 Haltelänge, aber so wie sie aussieht, ist doch nur eine Haltelänge, oder? Auf jeden Fall sind 128 drin. Hier bewegt sich bestimmt auch noch was. Ja, und das ist auch voll. So, und dann fährt sie zum Bahnhof eigentlich, oder? Wir müssten sie hier irgendwo anhalten lassen. Lass sie da erstmal vorbeifahren.
Ja, das sieht erstmal gut aus. Da sind 150 wieder drinne. Bis jetzt läuft's gut. Ich würde sagen, das passt mit der Linie. Wir müssen nur gucken, dass wir noch ein paar Signale irgendwo hinstellen, ne? So sieht's erstmal gut aus. Und dann können wir eigentlich noch zwei, drei andere draufsetzen, oder? Da haben wir auch noch einen Halt gemacht. Dann passt das schon mal. Ich glaube, dann können wir noch ein paar dazu machen. Sie fährt auf jeden Fall mit genügend Passagieren hier durch die Gegend. So, ich glaube, ja, warte mal, lass uns mal checken da. Vielleicht macht es Sinn, dann hier auch nochmal zu halten. Dann fährt sie bis hierhin und lassen wir sie hier nochmal stehen. Ah, dann fährt sie bis da. Ja, aber das ist okay so, denke ich mal. Fährt hier runter. Könnte da nochmal halten. Fährt sie da lang, dort lang. Vielleicht kann sie hier nochmal irgendwo stehen bleiben. Passt dann schon. So, fährt dann hier lang. Da war der nächste Halt. Ja, die Haltestellen, die Signale sind erstmal genug, denke ich. Achso, sie ist auf dem Weg dahin. Alles passt. So, und dann können wir das mal wegmachen. Gehen nochmal aufs Depot. Machen hier, machen da. Und dann ist das hier schon der richtige, ne? Genau. Machen dann hier Straßenbahn Floto. Passt. Kopieren das zweimal. Dann sollten wir da einige unterwegs haben, oder? Starten wir die. Die kann jetzt schon mal bis dahin vorfahren. Machen wir die hier nochmal auf. Dann machen wir die auf. Die hat ja hier 140 Passagiere. Das ist schon mal gut. Die zweite kommt auch da gleich hin. Und dann können wir die auch schon starten. Ist interessant jetzt hier mit dem Dingens, ob das hier klappt. Da ist die dritte dann unterwegs. Und das ist die letzte. Die fährt dann da auch gleich nochmal raus. So, die eine ist hier vorbei, dann fährt die andere da lang. Okay. Und das ist die vierte. So, die erste hat 150, die zweite 100, die dritte 5 und die letzte noch gar nichts. Okay, die ist auch gerade erst rausgefahren. Aber dass die dritte schon noch 5 hat, ist schon interessant. So, hier wäre jetzt interessant zu sehen, was da passiert, wenn da einer kommt und so, ne? Erste ist wieder voll, zweite ist gerade mit 145 da gewesen, die war auch, aber es sind überall welche drin schon mal, das ist schon mal gut. Selbst in dem letzten Fahrzeug ist noch was drin. Und die kriegt jetzt hier auch gerade noch 100 da wieder rein. Also vom Bahnhof hier, vom Hafen waren das die 100, ne? Ja, ist ja nicht schlecht, oder? Osterstraße ist jetzt der letzte Halt und da ist schon 128. Erstes Fahrzeug ist voll. Und ist wo? Hier steht auf jeden Fall eins hinter. Ist das das erste? Weiß ich nicht. Könnte sein, oder? Ja, ist wohl so. Ja, sind überall welche drin. Es fahren auch, na hier nicht jetzt, aber die erste Bahn hat auf jeden Fall schon die schwarzen Zahlen. Das ist schon mal gut. Die fährt jetzt auch durch den Bahnhof gerade durch. Ist voll geladen. Okay. Ist denn da die Dingens der Hafen? Ja, der Hafen ist mit 8 Passagieren da drin. Hier sind jetzt 13 drin für den Hafen. Fährt die? Ja, ne? Ich glaube, wir setzen hier mal gerade noch ein Signal hin. Ah, ne, da war falsch.
Weil dann fahren die schneller da raus. Na, überfüllt. Hier ist dann nämlich der nächste Halt schon mal. Dann sind die hier schneller weggefahren, wenn das andere ist zu lang bis da oben. Aber ich sehe gerade, da war das Signal noch verkehrt. Passt jetzt, aber siehst du, jetzt fährt die nämlich schon eher hier unten wieder raus und blockiert uns nicht den Bahnhof. Das ist nämlich wichtig. Hier zweite voll, dritte voll. Okay, vierter wahrscheinlich auch noch voll. Die hält jetzt hier an und ist voll. So sieht's aus. Rentiert sich. Alle vier sind voll. Das passt schon. Das können wir erstmal fahren lassen. Das sind 600 Gäste, die da durch die Gegend geschaukelt werden. Ne? Das ist nicht schlecht. Abstände sind durch die Signale natürlich auch ein bisschen gegeben. Das ist auch nicht verkehrt. Hier sind Spital. Da kann schon keiner mehr aussteigen, leider. Fluto-Residenzstraße, da fallen ganz viele hin, da oben. Das war die erste Haltestelle, oder? Ja. Interessant, dass da so viele hinwollen. Residenz, 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 Residenz. Überall Residenz steht da. Keine Ahnung, was die da oben wollen. Was war da für ein Laden hier? Ist das eine Bäckerei? Ja, die wollen alle Brötchen holen, deswegen fahren die da hin. Ist das schon mal geklärt, oder? Ja, erstes Fahrzeug plus, zweites Fahrzeug plus, drittes Fahrzeug knapp plus, viertes Fahrzeug knapp plus. Das heißt, läuft eigentlich, oder? Wollen wir uns jetzt nicht so wirklich in den Kopf rummachen, glaube. Hier, das funktioniert wohl auch, aber ich habe jetzt noch nicht gesehen, dass da eine Bahn hier, ne, hier steht und da. Das wäre jetzt noch interessant zu sehen, ob das funktioniert oder nicht. Aber ich denke mal, das kurze Stück macht nichts aus, dass die da reinfährt, ne? Ja, die ist da oben und das ändert sie nichts. Das ist, der Abstand ist durch die Signale wahrscheinlich gegeben, würde ich sagen. So, hier sind es nur 37, der Rest ist noch 150. Was macht eigentlich unsere Bilanz? Haben wir schon lange nicht mehr reingeguckt, glaube ich, oder? Marge 17, passt. Ja. Gesamtvermögen noch 55 Millionen oder was? Fast 56. Mal gucken, wie sich das ergibt. Monate haben wir hier, Marge haben wir da und jo. Hier ist die Marge mal bei 24 gewesen und hier unten war sie nur bei 7. Aber es ist wohl, die Linie ist schlecht zu sehen, aber es sieht so aus, als ob sie immer hier im Plus die ganze Zeit rumtingelt. Ne? Das ist schon mal gut. Wollen wir uns also keinen Kopf drum machen. Momentan läuft's. Wenn wir jetzt nicht so viel Geld da reinbuttern würden, immer wieder mit Neuinvestitionen, die natürlich auch Sinn machen, dann würden wir auch mal irgendwann im Plus landen, ne? Aber das ist halt nicht unbedingt gegeben, wenn wir das so machen. Und ich finde es nicht verkehrt zu investieren, damit das hier vorangeht. Gut, aber ich würde auch sagen, die Folge soll es reichen. Ich bin soweit, dass wir die nächste Stadt dann nochmal gucken können. Und das wäre hier Waldeck. Jetzt müssen wir mal gerade einmal hier reingucken. Wer will denn alles nach Waldeck? Hier die 80.000, die müssen wir nämlich dann auch noch abbauen. Das können wir dann auf jeden Fall in der nächsten Folge machen. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.